So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Chronicles of Mutana, Acholos, Gutig 2 Mod. Und das erste, was ich jetzt tue, ist schlafen gehen, denn nachts kann ich nichts tun. Zumindest nicht wirklich. Und ich hätte gesagt, ich mache jetzt einfach mit dem weiter, was ich am besten konnte, gar nichts. Und das habe ich vermisst. Und ich helfe jetzt Riordian, hier diesen Schrein zu säubern, und er hilft mir, die Kräuter zu finden. Oder irgendwie so rum. War das, glaube ich, mal. Und das mache ich dann jetzt. Habe ich noch Lernpunkte? Ich habe 16 Lernpunkte. Okay. Aber kein Gold, irgendwas zu lernen. Habe ich jetzt eigentlich gelernt, wie man Krallen zieht? Ah, ich hab eine Lurkerklaue, oder? Würde mir das schon. Ja, Lurkerklaue. Hey, du! Los geht's! Folge mir und sieh dich nach Pflanzen um. Geh auch nicht zu weit weg, die Wälder von Silbach können sehr gefährlich sein. Der hat auch nichts. Aber ich weiß nicht, ob der Magie benutzt. Aber ich finde es auch gut, wie die hier eigentlich die Feuermagier-Novizenrobe einfach umgeändert haben in die Wassermagier-Novizenrobe, indem sie es einfach blau gemacht haben. Aber ist gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Wie sieht dann die schwarze Novizenrobe aus? Nur in dasselbe in. Na, wobei, die ist lila. Nur hier wären die Wölfe gewesen, die ich schon getötet habe. Oh. Juni macht hier Stress. Also gut, das ist der Ort. Ich kümmere mich um den Schrein und du schaust dich um. Oh, warte mal kurz. Siehst du, das ist eine Wurzel von deiner Liste. Die hat es sich geschickt versteckt. Naja, und nimm das auch. Und nimm das hier, das sollte dir die Suche erleichtern. Mit diesem Zauber kannst du nicht nur Gegenstände anziehen, sondern deine Hand auf sie richten. Das ist nützlich, um Ostfeilchen zu finden, denn sie verstecken sich gern. Denk daran, dich nicht zu weit von mir zu entfernen. In diesen Wäldern leben viele gefährliche Kreaturen. Was hat das mit dem Schrein auf sich? Es ist ein Ort der besonderen Gegenwart von Adanos. Wenn du dort betest, kannst du deinen Geist beruhigen und deine magische Kraft regenerieren. Wenn du dir mehr Zeit mit aufrichtigen Gebeten verbringst, kannst du natürlich mit noch mehr dauerhaften Gnaden rechnen. Im Gegensatz zu Innos musst du nicht einmal Gold opfern, sondern nur inbrünstig beten. Ja, Innos, der will hier doch meinen Geldbeutel schrumpfen sehen. Ich wollte dich noch was anderes fragen, nur frag du. Gibt es noch mehr Novizen und Magier auf dieser Insel? Natürlich, in Acholos. Natürlich ist Acholos einer der wichtigsten Orte für unseren Orden. Im Osten des Hauptteils dieser Insel liegt unser Kloster, in dem die wichtigsten Wassermagier und alle Novizen täglich leben. Und dort erhalte ich meine Ausbildung. Zurzeit bin ich hier, um Felderfahrung zu sammeln, wie es so schön heißt. Könnte ich auch ein Novize werden? Um ein Novize zu werden, muss man viele Opfer bringen. Zunächst einmal musst du dich deinen weltlichen Besitztümern aufgeben. Die Hälfte solltest du den Armen geben und die andere Hälfte in die Klosterkasse einzahlen. Außerdem musst du deine Heimat verlassen und den Kontakt zu deiner unmittelbaren Familie abbrechen. Ein Wassermagier sollte nicht dort dienen, wo er herkommt. Schließlich ist es auch wichtig zu wissen, dass die Rekrutierung nur einmal im Jahr beginnt und das Noviziat selbst mindestens 5 Jahre dauert. Also es gibt keine Möglichkeit, Magie zu praktizieren. Entspann dich, so schlimm ist es nicht. Es kann zwar teuer werden, aber unabhängig von deinem Wissensstand kannst du Spruchrollen benutzen. So wie diese. Natürlich erfordern einige mächtige Zaubersprüche, dass du deine magischen Fähigkeiten erweiterst, aber jeder Mensch hat das Potenzial, sie zu entwickeln. Mehr oder weniger. Ist sogar möglich, das Wissen über magische Kreise zu erlernen, ohne von Wasser- oder Feuermagiern zu lernen. Und dafür brauchst du entsprechende Bücher und viel Geduld.
Viele Magier glauben jedoch, dass die Runenmagie ein Geheimnis der Klöster sein sollte und verbietet das Lernen aus diesen Büchern, was es sehr schwierig macht, sie zu bekommen. Da du dich so sehr für Magie interessierst, hätte ich einen Vorschlag für dich. Mir wurde ein Auftrag zugeteilt, den ich erledigen muss, während ich noch auf der Insel bin. Vielleicht wärst du bereit, mir dabei zu helfen. Als Belohnung könnte ich dir ein oder zwei Spruchrollen geben. Wir treffen uns auf dem Friedhof von Silbach, sobald ich hier alles erledigt habe. Ich habe alle Pflanzen, die ich brauche. Das ging aber schnell. Wer hätte gedacht, dass du so ein Talent vom Kräutersammeln hast? Ich werde eine Weile brauchen, um den Schrein zu säubern und die Gebete zu sprechen. Warte nicht auf mich. Bring die Kräuter zu Lokwar. Ich stehe dich im Dorf. Betet er jetzt? Ja, er betet jetzt. Er betet zu Adanos. Hey, das ist ein schwerer Ast. Geil. Geil. Was hat denn der mir für ein Zauber-Ich gegeben? Oh, Telekinese. Nice. Ich glaube, den behalte ich erstmal hier draußen. Dunkelbild. Weil damit kann ich hier gut die Sachen anvisieren. Und Sachen sehen, die ich sonst normalerweise übersehen würde, wahrscheinlich. Buddlerfleisch. Das hatte ich jetzt auch übersehen. Ich bin hier zwar noch nicht lang gegangen, aber. Oh, da unten ist eine Blutfliege. Und da sind Ratten. Interessant. Auf jeden Fall. Da oben ist ein Heilkraut. Das interessiert mich jetzt aber gerade recht wenig. Weil ich da nicht hinkomme. Weil hochspringen kann ich da bestimmt nicht. Ich glaube nicht, dass es gedacht ist, dass ich hier hochgehe. Ah. Okay. Was auch immer das gerade war. Ja, da komme ich nicht rauf. Aber so komme ich da rauf. Ich finde es sehr schade, dass mich der Wassermagier nicht heilen möchte. Aber vielleicht würde es Riordian tun. Vielleicht würde er mich heilen. Gratis. Der Elfentee ist für unsere Gäste gratis. Ich finde es halt auch gut, wie halt meine Kamerageschwindigkeit halt doppelt so hoch ist, doppelt so schnell ist, wenn ich hier den Zauber auspacke. Die Geschichte an der Stelle, würde ich sagen. Ich will noch da runterspringen. Ich habe durch den Fallschaden eine Menge Leben verloren, aber nichts, was man irgendwann wieder hinbekommen würde. Ja, gut. Habe ich gesagt, dass ich da runterspringen will? Mich nachher noch beim Fitnessstudio da anmelden. Für dieses Probetraining. Ihr müsst wissen, ich habe noch so eine Freundin, die arbeitet im Clever Fit bei mir in der Gegend. Und die hat mir hier, und sie ist da Trainerin, und die hat mir hier so ein Dingens geschickt, weil die es aktuell als Aktion haben für Freunde und so, dass ich da so Probetraining machen könnte. Wäre richtig cool, weil mein altes Fitnessstudio, da muss ich jetzt gucken, dass ich da meinen Vertrag kündigen kann, weil mein Vertrag wäre ausgelaufen, und ihr müsst wissen,
Die hatten hier quasi das so die Möglichkeit gehabt, dass ich hier so diese Corona-Lockdown-Monate zurückerstatten kann. Also quasi als Zeitgutschrift. Dann kann ich gratis hingehen und so. Noch die Zeit, das würde draufgeschlagen. Dann würde quasi mein Vertrag so verlängert werden, aber ich kriege das gratis, weil ich dafür gezahlt habe. Habe ich gesehen, okay. Die haben mir gesagt, da habe ich gesagt, okay. Und ja, mein Vertrag war jetzt ausgelaufen. Jetzt Ende Januar. Und wir haben jetzt Februar. Und ich habe gestern nachgeguckt und habe gesehen, dass sie mir das Geld abgebucht haben für Februar. Was aber ja gar nicht sein dürfte. Denn ich habe ja, denn das ist ja kostenlos. Das haben die mir auch gesagt. Das haben die mir in der E-Mail geschrieben und so. Steht auch auf deren Webseite. Lässt mich trotzdem tot. Und es ist so die Sache, wisst ihr? Es ist so die Sache. Die sagen, es ist kostenlos. Buchen wir es ab. Ich habe das zurückgeholt. Am selben Tag noch. Und es wurde mir wieder gut geschrieben. Mal gucken, was sie sagen. Ich habe die auch angeschrieben und gesagt, hey, ich will hier meinen Vertrag kündigen. Wenn das so läuft, dann kündige ich lieber meinen Vertrag, als dass ich so oder so nicht hingehe. Ich würde zwar schon gern hingehen, aber ich müsste mich jeden Tag testen lassen, was so eine Sache ist, weil ich ja nur zweifach geimpft bin. Und für 2G ist es ein bisschen schwierig. Für 2G plus meine ich. Und auf der anderen Seite müsste ich da immer einen Termin ausmachen, weil das ist, ich bin hier bei, wie nennt sich das? Ich glaube Fit Plus heißt das. Und da läuft es halt so, dass ich ja eigentlich, die haben ja quasi niemanden, der da drinnen so aufpasst, wie beim Clever Fit, sondern die haben halt einfach hier, ich kann da hingehen und dann kann ich da trainieren. War auch immer recht geil, weil es niemanden gab, der halt uns da reingeredet hat und so, aber da Janik jetzt nicht mehr dabei ist, weil er dann nicht, weil er keine Lust hat hinzugehen, doch keinen Bock hat, sich testen zu lassen, immer, kann ich aber auch irgendwo verstehen, jetzt bin ich auch wieder tot. Ist es halt so ein bisschen schwierig. Und ich darf nicht länger als eine Stunde halt drin bleiben. Das ist halt die andere Sache. Und ich habe keinen Bock, dass da irgend so ein Typ die ganze Zeit rumsteht, der mir dann da zuglotzt, wie ich trainiere, wenn ich mich halt in einer Stunde gerade mal aufwärme. Bin da immer mindestens 2 Stunden drin, wenn nicht länger. Also ist halt, ja. Und darum gucke ich, dass ich dann beim Clever Fit kann ich einfach so reingehen. Die haben halt irgendwie bis um 22, 23 Uhr offen. Aber da ist halt jemand immer drin und ich müsste mich halt dann immer nur anmelden, so bei denen. Also ich gehe dann rein und so, aber ich kann halt so lange drin bleiben, wie ich will. So. Echt? Oh, ich bin noch nicht tot. Geil. Ah, ist noch nicht mal Mittag. Der Joke ist ja eigentlich hier. Warum liegt dein Lederbeutel auf dem Baum? Der Joke ist ja eigentlich, warum ich hier hochgegangen bin. Ich dachte, hier würde wären irgendwelche coolen Sachen. Aber hier ist halt nichts. Und wenn ich da jetzt runterspringe, dann bin ich wahrscheinlich gleich wieder tot. Nein. Noch nicht. Noch lebe ich. Nein! Was ist denn da? Ach, das sind diese Froschmenschen, die ich als Orks bezeichnet habe. Die sehen aber auch, die haben aber dasselbe Model wie die Orks. Aber die haben hier weirde Sounds. Ich muss irgendwie gucken, dass ich da wegkomme. Das ist natürlich wieder eine gute Folge. Ich habe mich selbst getrappt auf der Plattform da oben. Also wenn ich jetzt keinen Weg da runter finde, dann gucke ich, dass ich da schnell offscreen runtergehe. Ja. Und dann muss ich gucken, weil die hat mir heute das geschickt. Oh. Okay, ich probier's mal offscreen. Okay, ich bin jetzt hier runtergekommen. Ich wollte mich echt wegteleportieren. Aber der Teleportationszauber geht da oben nicht. Da bin ich zu weit weg vom Kreis. Aber egal.
Geht ja. Nostalgie. Oh Gott. Bester Name ever. Ich glaube, das soll wahrscheinlich eher Mr. Gay heißen, aber ich habe auch keine Ahnung, wie man den Namen schreibt. Wenn es doch mal Vasalgi schreibt. Aber da ist doch irgendwo hier, ich glaube auf dem Baum da oben oder so, ist doch der... Hey, du! Hier sind die gesammelten Pflanzen, sie sollten noch frisch sein. Ich werde das beurteilen, jetzt geh weg. Ich brauche etwas Zeit, um sie zu studieren. Und um alles vorzubereiten. Kannst du mir was über den Stein sagen? Ah, der Stein. Junge, das ist eine Teleportationsrune, eine der fortschrittlichsten magischen Errungenschaften. Mit einem Augenblick kann sich ihr Benutzer an einen völlig anderen Ort begeben. Natürlich ist die Reichweite einer solchen Teleportation durch die Entfernung die bestimmten Punkte, denen die Rune zugeordnet sind, begrenzt. Ein weiteres Problem ist, dass Teleportationsrunen nicht von jedem benutzt werden können. Ich werde also keine Verwendung dafür haben. Du kannst dich auf der Insel nach speziellen Pentagrammen umsehen und versuchen, die Rune genau dort zu benutzen. Das sollte helfen. Wie auch immer, ich habe jetzt nicht die Energie, um dir alle Feinheiten dieses Phänomens zu erklären. Nimm dieses Buch, wenn es dich so sehr interessiert. Oh. Das Geheimnis der Teleportationsrunen erhalten. Dass der mir das einfach so gibt. Ich dachte, der reißt mir die Rune aus der Hand und sagt, gefährlich. Ich wollte gerade selbst nach dir und Lokwa sehen. Hast du etwas für Jorns Wunden besorgt? Bevor er ein Nickerchen machte, sagte er, es ging ihm besser, aber der Juckreiz sei offenbar sehr lästig. Der Verband wird erst in ein paar Stunden fertig sein. Er sollte unter keinen Umständen die Wunden aufkratzen. Ist es das, was Lokwa gesagt hat? Nun, wir werden es deinem Bruder ausrichten, wenn er aufwacht. Der Verband wird erst in ein paar Stunden fertig sein. Dann haben wir einen Moment Zeit, um an unserem friedlichen Fluss zu sitzen und ein paar saftige Fische zu fangen. Ich vermute, das hat dir noch niemand beigebracht. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Gelegenheit gegeben hat. Und zufällig taucht sie gerade jetzt auf. Du wirst sehen, was dein Onkel macht, und wir unterhalten uns ein bisschen über alles, was passiert ist. Komm mit, ich kenne einen Ort, an dem sie gut beißen. Okay, cool, jetzt können wir Fische fangen. Wir sind hier vor Ort. Der Fluss ist hier perfekt tief und die Fische fallen praktisch von selbst auf die Route. Hier, probier es selbst. Angelroute erhalten. Lass mal eine Ancient Dragon Turtle angeln. Jorn konnte mir von deinem Streit mit Vater erzählen. Mit deinem Vater erzählen und was danach passiert ist. Ich kann dich gut verstehen. Ich hätte wahrscheinlich das Gleiche getan. Dein Vater hatte seine Probleme. Schade, dass er diese fiese Sucht nicht besiegen könnte. Ich habe auf Londram Fehler gemacht. Ziemlich viele. Aber ich bin jetzt hier auf Acholos. Ich will hier ganz neu anfangen. Die Vergangenheit vergessen. Das kann ich gut verstehen. Es gibt kaum einen besseren Ort für einen Neuanfang als Acholos. Wenn die ganze Welt verrückt spielt, ist Acholos immer noch die Hauptstadt des Handels und der Kultur. Hast du dir schon überlegt, was du hier auf der Insel machen möchtest? Ich werde die Taschen der Reichen der Stadt abnehmen. Plus 5 Geschicklichkeit. Ich werde stärker sein, als ich es auf Londram war. Einhändig und zweihändig. Ich werde richtig Schwertkampf lernen. Ich dachte daran, Leben, Jagd, sonst... Ich wollte nicht mehr jeden Abend im Gasthaus verbringen. Vielleicht finde ich einen Moment, um etwas zu lesen. Ich will stärker sein als vorher. Niemand kann mich hier besiegen. Ich werde stärker sein, als ich es in Londram war. Oh, ich werde den richtigen Schwertkampf lernen. Endlich den richtigen Schwertkampf zu lernen. Interessante Pläne. Hoffentlich kannst du sie in die Tat umsetzen. In letzter Zeit war ich derjenige, der dich etwas gefragt hat. Vielleicht möchtest du etwas wissen.
Wie war Vater, als du jung warst? Besser. Musste immer in allem besser sein. Es war egal, was ich tat. Ich hörte von deinem Vater, deinem Großvater, dass ich immer mein Bestes geben soll. Er machte sich wirklich gut in der Schmiede. Er war auch ein disziplinierter Soldat, hatte sogar das Potenzial, ein Kommandant zu sein, aber dann traf er deine Mutter. Jetzt war seine Karriere aufgegeben, aber am Ende war er wirklich glücklich. Wie haben sich und meine Eltern kennengelernt? Leider hat er nie viel davon erzählt, wie du vielleicht schon gehört hast. Hatten wir nicht den besten Kontakt. Gab es einen Streit zwischen dir und Vater? Ich hatte es satt, immer in seinem Schatten zu leben. Eines Tages nahm ich einfach alles, was ich hatte, und kam hier nach Acholos. Es vergingen viele Jahre, bis er mich besuchte. Danach haben wir uns sogar manchmal geschrieben und versucht, in Harmonie zu leben. Aber ich würde nicht sagen, dass wir Freunde waren. Was tust du hier? Meistens fische ich, sei es hier im Fluss oder auf meinem Boot, wenn ich zur Lörkerküste fahre. Es ist aber schwer, davon zu leben, also liefere ich manchmal jedem etwas, erzähle jemanden von etwas oder jage eine Ratte aus dem Haus. Um auf Acholos etwas zu erreichen, musst du vielseitig sein und darfst und dich vor keinem Job fürchten. Warum schauen wir nicht nach dem Verband von Jorn? Du hast recht, wir sind schon eine Weile hier, nicht wahr? Mach dir keine Sorgen, nur weil du es nicht geschafft hast, einen Fisch zu fangen. Heißt es nicht, dass du kein Talent dafür hast. Lass dich nicht entmutigen. Hier sind meine zur Ermutigung. Ich werde Lockbar besuchen und ihn wegen dieses Verbandes fragen. Ich habe noch einige Angelegenheiten mit ihm zu besprechen. Ich wollte mit dir noch über eine andere Sache sprechen. Als ich im Gasthaus war, habe ich gehört, wie sich die Bauern bei Bastian über den Rest deiner Gefährten beschwert haben. Wenn das so weitergeht, wird Alvin gezwungen sein, sie rauszuwerfen. Vielleicht könntest du mit ihm reden und versuchen, die Situation irgendwie zu beruhigen. Da du einer von ihnen bist, hört er vielleicht auf dich. Albin wohnt in dem großen Haus auf dem Hügel neben der Kapelle. Es ist kaum zu übersehen. Was Jorn angeht, kannst du dir sicher sein, dass ich mich um ihn kümmere. Wir stecken da gemeinsam drin. Ja gut, dann gehe ich zu diesem Albin auf dem Haus. Auf dem Hügel. Oder? Wir stecken gemeinsam da drin. Union. Irian hat mich Ben erklärt. Okay, drei Werke für den Alchemisten, die Kunst des Schreiben. Ah, okay, das ist das mit dem Spruchrollen. Okay, dann gehe ich jetzt gleich zu Albin.